Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge vom Supermarkt Simulator. Weiter geht's. Wir müssen hier noch ein bisschen was einräumen, wegräumen und umräumen. Das war jetzt das Wichtigste. Okay, warte mal, das Klopapier tun wir hier komplett mal rein. So. Okay. So, dann gucken wir mal, was fehlt uns denn jetzt noch gerade dringend. Kartoffeln, bla bla bla. Die Honey Pups da unten, die würde ich tatsächlich dann auch ganz kurz nach da oben verfrachten. Davon brauchen wir dann auch jetzt noch drei. Und dann, ich glaube, wir können den Laden aber aufmachen. Sonst fehlt uns nichts. Puderzucker 3. Puderzucker 3. Ich wüsste jetzt nicht, dass uns noch irgendwas ganz Gravierendes fehlt. Bleiche. Machen wir den Schuppen einmal voll. So. Ich würde sagen, ja, mach mal auf, oder? Sonst sieht es doch gut aus. So, einmal auf. Einmal auf den Schuppen. Ja, die zwei stehen auch schon wieder hier rum, ne? Haben wir schon wieder nichts dran. Also können wir aufmachen. Also müsste eigentlich alles voll sein. Wir gucken mal ganz kurz durch. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht alles sehr gut aus. Okay. Gut. Dann passt das ja. Dann passt das ja. Okay, die Bleiche. Wir räumen das einmal nach da unten. Das weg. Das weg. Ups. Nein. So. Hier tun wir noch zweimal Bleiche hin. Oder wohl, warte mal, habe ich nicht ein bisschen mehr bestellt, als ich wieder so wollte? Ich glaube, eine Kiste ist zu viel da, ne? Ja. Das passt doch. So. Dann räumen wir mal. Was fehlt denn da unten? Ah, Klopapier, alles gut. Wollte schon was will ich sagen, dass es irgendwas Wichtiges. Die Honey Pups haben wir jetzt da oben drin. Die Honey Beans. So, Honey Beans. Summ. Warum komme ich da auf Summ? Alter Schwede, was ist denn hier los, ey? Okay, ich hinterfrag sowas, glaube ich, nicht mehr. Ich sollte es einfach nicht tun, ey. Okay, gut. Das ist auch alles eingeräumt. Wir bräuchten noch viermal Klopapier. Hier machen wir aber ganz kurz den Move. So, viermal Klopapier. Toilettenpapier. Ein, zwei, drei, vier. So, okay. Toilettenpapier ist auch wieder da. Was ist das hier oben? Das ist eins der etwas unbekannteren Produkte. Was ist denn das? Ach, hier dieses... Mhm. Was ist denn das? Die Garnelen. Ne, die Muscheln. Drei Stück Garnelen. Fehlt ein Nutella? Nein, fehlt nicht. Dreimal Öl könnten wir bestellen. Dreimal Öl. Alter, was ist denn das? Eins. Zwei. 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 Dreimal Öl. Dreimal Öl. Wir machen jetzt erstmal das Öl fertig. Sorry. Also, das ist... Das ist auch wieder, ey. Ja. Ich bin wieder sprachlos. Ich bin wieder sprachlos. Da sieht man eigentlich gerade, wie gut die KI läuft. Statt hier mal erst eine Kiste wegzumachen
und die komplett leer zu machen. Hat er jetzt, glaube ich, sogar die gerade die nächste mitgenommen. Und, ach, egal. Das ist keine Mühe wert, darüber jetzt zu diskutieren. So. Dann haben wir das Öl weg. Haben hier noch ein bisschen Klopapier liegen. Klack, 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 klack. Und unten noch eine. Perfekt. Gut. Was wir machen könnten, wäre das. Nee, das nicht dahin. Das wieder weg. Okay, jetzt wollen wir kurz überlegen, was wir machen wollten. Das da. Schieben wir da hin. Dann haben wir nämlich nochmal zweimal Klopapier oder Toilettenpapier da unten frei. Also zweimal Toilettenpapier. Zweimal Cornflakes. Das einmal weg. Zweimal hier. Zweimal da. Zweimal Bleiche. Die kommt jetzt hier eigentlich sofort. Okay. Bestimmt dran vorbeigescrollt. Zweimal Bleiche. So, das haben wir auch. Das haben wir. Das. Zweimal die Cornflakes. Und wir könnten. Zwei, vier, sechsmal Kartoffeln gebrauchen. Sechsmal Kartoffeln. Kartoffeln. Sechsmal. Eins, zwei, drei, vier. Bestellen. Eins, zwei. Und zweimal. Welche waren das jetzt? Die guten, ne? Die hier. Einmal ganz kurz Licht anmachen. Wir sollten auch gleich mal gucken, wie wir weiter vorgehen mit, ob wir die Kassiererin holen können. Das wollte ich. Zweimal blaues Mehl, dreimal blaues Mehl. So, kaufen wir einfach viermal und dann ist gut. Okay. Das Blöde ist halt, wenn du jetzt 10 Sachen kaufst, weißt du halt, dass du wirklich 10-mal kaufen musst, ne? Das ist halt, so langsam merke ich halt, okay, es macht irgendwie schon Spaß, aber es ist, wiederholt sich ja doch relativ viel. Aber, ich habe schon gesagt, ich bin so ein Errungenschaften- oder Sammler von Steam. Also ich möchte immer diese perfekten Games haben. Und auch hier möchte ich gerne ein perfektes Game haben. Und dieses perfekte Game besagt ja eigentlich, besitze bitte alle Updates. Und ja, was soll ich sagen? Ich besitze sie halt noch nicht. Alles fehlt auf jeden Fall eine und das besagt, ich habe alle Upgrades. Und ja. Ich bin halt da ein Sammler. Ein ziemlich schlimmer Sammler sogar. So, den schmeißen wir mal ganz kurz dahin. Da haben wir noch ein bisschen Bleiche. Da auch. Geh mal. Alter Schwede, das ist gut. Da oben fehlt zwar eine Kiste, aber die Frage ist halt. Nee. Die Kiste dürften wir auf jeden Fall benutzen können. Können wir die nämlich reinräumen. So. Okay. Gut. Der Tag ist schon wieder voll rüber. Unser Lager ist voll. Also es ist wirklich schon voll, würde ich sagen. Wir brauchen zweimal rotes Mehl. Zweimal rotes Mehl. Die Lindschokolade legt die langsam zur Neige. Zweimal rotes Mehl. Zweimal rotes Mehl. Tun wir das mal ganz kurz rein, bevor wir es vergessen. Wir brauchen dreimal großes Sushi. Dreimal großes Sushi. Drei. Da unten, da ist leer.
Hier ist gut. Hier ist gut. Okay, wir hätten da oben wieder ein Plätzchen frei. Oder beziehungsweise wir könnten wieder eins umräumen. Wir gucken mal, ob wir irgendwo noch ein Plätzchen. Hier hatten wir doch irgendwo noch. Ne, das haben wir auch schon gefüllt. Hä? Haben wir nicht irgendwo noch ein Plätzchen unten frei? Okay, ich weiß nicht, wo es war. Ich weiß nicht, wo es war. Aber wir haben auf jeden Fall wieder richtig, richtig viel Platz drin. Das besagt mir eigentlich was Gutes. So, warte mal, kann ich hier... Okay, konnte ich nicht. Ich habe natürlich jetzt wieder eine andere Kiste genommen als meine Arbeiter, das ist klar, oder? Also wenn, muss da auch jeder was mitmachen. Also jeder muss seine eigene Kiste da benutzen. Dreimal Mozzarella. Guck mal, da unten haben wir da noch was gefunden. Dreimal Mozzarella. Wir bräuchten eigentlich gar nicht einkaufen. 1, 2, 3. Aber ich mach's trotzdem. Zweimal billiges Wasser. Wie sieht's mit der teurem aus? Nehmen wir auch. Okay, wir nehmen wir doch nicht. Okay, nehmen wir doch nicht. Schade. Ja, den Tag könnten wir eigentlich beenden, aber wir haben noch ein paar Kunden. Wir haben leider noch ein paar Kunden. Und das Geld möchte ich natürlich gerne mitnehmen. Das möchte ich schon gerne mitnehmen. Ja, cool. Das gefällt mir gerade. Was denn für Käse? Hey. Warum habe ich keinen Käse? Da oben, da fehlt Käse. Okay, das habe ich scheinbar übersehen. Das habe ich scheinbar übersehen. Scheiße. Komm, geh hau ab. So, tschüss. Wir haben wieder 3400 gemacht. Okay. Handseife, Soda, Kalbskotelett. Handcreme, Soda, Handcreme, Soda. Handcreme und Soda. Welches Soda? Das ist jetzt wieder die Frage. Der. Dann fehlt nur noch die Handcreme und die war hier hinten. Ne, eigentlich war die hier. Hä? 202. Okay, wir müssen mal ganz kurz was bestellen und zwar Käse. Käse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum ist mir das durchgegangen? Wasser. Das ärgert mich gerade ein bisschen, dass ich das nicht gemerkt habe. Das ärgert mich gerade gewaltig sogar. Habe ich das Zeug jetzt nicht bestellt? Moment. Das dahin. Kaufen. Falsche Kiste, aber nehmen wir trotzdem mit. Die ist auch falsch, nehmen wir aber trotzdem mit. Die da. Ja, keine, also die, das ist mir wirklich durchgegangen, also das ist nicht gut. Das darf mir nicht passieren. Nicht in so einem Weltunternehmen, mit dem wir hier führen, mit den besten Mitarbeitern. Und den besten Kassierern und den besten Wegräumern und den besten. Einfach nur allen den besten. Das darf uns natürlich nicht passieren. Sowas darf uns einfach nicht passieren. Okay. Regal voll. Und den besten Lagermitarbeiter hier, der viel zu viele Sachen von irgendwelchen anderen. Ach, von Fall. Ach, egal. Alles kacke. Alles kacke, ich sag dir das.
Ist das jetzt das Billige oder ist das da jetzt das Teure? Meine Güte, ich... Hätten die da nicht irgendwie einen anderen Deckel drauf machen können oder sowas? So, das dahin. Dann haben wir hier das billige Wasser. Ist da ein anderer Deckel drauf? Nein. Okay, das müsste... Okay, das ist auch das Teure. Das ist auch das Teure. Okay. So, habt ihr den Käse eingeräumt? Ja, habt ihr. Gut. Da ihr den Käse eingeräumt habt, können wir hier weitermachen. Zoe. Dann nochmal. Und nochmal. So, Lager dürfte jetzt eigentlich so wieder voll sein, dass wir mal schauen, was wir als nächstes unternehmen sollten und könnten. Ich frage gerade für mich, ob wir A, können wir inzwischen die dritte Person einstellen an der Kasse. Das wäre Punkt 1, was wir mal gucken sollten. Verwaltung. Auch, und wir sollten ein paar Rechnungen bezahlen. Das wäre auch nochmal ganz gut. Nee, wir dürfen es immer noch nicht. Aber ich frage mich gerade, zählt das überhaupt weiter für die anderen? 623. Ach, ich muss die machen? Oh, 623. Warte mal, ich mach die mal ganz kurz auf. Hoffen wir, dass ziemlich zügig einer kommt. Wenn ich die machen muss, dann müssen wir aber mal gucken, wie wir das machen. Also ich habe bis jetzt immer gedacht, dass die global zählen. Also, aber 623 oder werden die nur einmal am Tag aktualisiert? Wir könnten Wachstum, mal gucken. 4400, das wäre also das Ziel. 4, was ist das? So, wir gehen nochmal ganz kurz hier rein. 623. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der jetzt weiter zählt. 23. 23. Das und das. So, mal gucken. Ach nee, komm schon. Nein. Fuck. Dann stelle ich mich jetzt den ganzen Tag in die Kasse, Mann. Scheiße. Geht ja nicht anders. So, dann müssen wir morgens das Lager machen. Ja, müssen wir morgens das Lager machen. Nachmittag, aber danach machen wir den Laden auf, dass wir, die Wertungen bekommen. Hoppala, Entschuldigung. Dass wir die Wertungen bekommen. Bei den dritten Kassierer hätte ich gerne 50,3. Euro 10. 22. Boah, das
Das ärgert mich jetzt. Mir ist es halt nicht aufgefallen. Das ist mir auch schon wieder nicht aufgefallen. Das ist ein Booster. Das ist blöd. Eins, zwei. Aha. So. 109,55. Das. Müsste mir dann immer die ganze Zeit Bargeld geben. Karte wäre mir lieber. Danke. Hast direkt zugehört, das ist sehr nett. Du hast auch zugehört. Bitte mit Karte zahlen. Sehr nett von euch. Danke. Viel mehr mit Karte zahlen. Sehr gut. Dann geht das Ganze nämlich ein bisschen schneller hier. Kartezahlung, sehr gut. Und, och du meine Güte. Ich hoffe doch mit Karte. Nein, okay. Sie hören doch leider nicht zu. Uff. Ja. Sehr fein. Einmal Sushi. Schönen Abend dir. Oh ja. Spotlight essen komme ich auch. Auf jeden Fall. So. Ach ja. Was soll man machen, ne? Alles muss man selbst machen hier in dem Schuppen. Man hat Angestellte, da werden aber die Wertungen nicht gezählt. Die Kassiervorgänge, sagen wir mal so. Da muss man's. Muss man halt wieder selbst an die Kasse. Back to the woods, oder wie man so schön sagt, ne? 14. So, 61, 92. Tschüss. $31 Cent. 41 223. Okay, 192. Okay, dadurch, dass ich nicht einkaufen gehe, fühlt sich halt mein Konto, ne? Aber das ist halt nichts Ausschlaggebendes, weil ich ja nachher so oder so dann am Morgen halt ausgeben muss, noch ein Nöcher. Und ja, bringt halt gar nichts. Also was heißt, bringt nichts. Natürlich bringt das was, aber halt nicht in diesem Fall. Okay. Die wird's halt passend, sehr gut. Schön säuberlich alles hier hingelegt, haben sie sehr gut gemacht. Wenn mein Wagen mal so aussehen würde, wenn ich einkaufen gehe, also ich schmeiße mal, ich habe den Wagen da stehen, ich nehme einfach große Hände und schmeiße das alles auf das Band. Also bei mir ist nie was sortiert. So, ups. Okay, der Kunde ist auch fertig. Wir machen den Enter-Taste, 55 Kunden. Wir haben $6000 auf dem Konto. Wir müssen noch das Puderzucker einmal runterschrauben. Okay. Puderzucker da oben. 3,49. Dann gucken wir mal ganz kurz noch auf die Wertung. Und das hat uns jetzt wirklich gut vorangebracht. Ja, dann sollten wir das jetzt wirklich immer so machen. Dauert einfach ein bisschen mehr länger oder sowas, aber keine Ahnung. Ich sage aber trotzdem vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.